Es gibt so etwas, das nennt man Hermeneutik des Zweifels. Das geht ein bisschen auf den Beginn der Neuzeit zurück, auf den Philosophen Descartes mit seinem berühmten Satz, ich zweifle, also bin ich. Alles in Frage zu stellen, das ist zu einer modischen Erscheinung geworden, auch in der Kirche. Schon die Kirchenväter bemerken, etwa Gregor der Große, wie sehr man dem Apostel Thomas doch dankbar sein muss für seinen Zweifel. Er spricht es offen aus. Der Unterschied zwischen der Beobachtung der Kirchenväter und den Modeerscheinungen von heute ist, dass die Väter bei der Beobachtung des Evangeliums den Zweifel nicht kultivieren. Er hat seinen Platz, ja. Was wären wir für Menschen, wenn wir nie zweifeln würden? Am Leben, am Sinn des Lebens, je nachdem, was uns geschieht, je nachdem, was wir gerade erfahren, auch an bestimmten Dingen und Umständen des Glaubens. Ja, es gehört zum Menschsein dazu. Aber wir müssen in dem Zweifel einen Weg finden. Deshalb ist Thomas nicht einfach der Patron der Zweifler schlechthin, sondern der Apostel Thomas ist ein Patron des Weges. Den Zweifel ernst zu nehmen, aber dann, wie die Väter sehr genau beobachten, etwa Gregor der Große oder auch Augustinus, einen Weg durch den Zweifel und mit dem Zweifel zu finden hin zum Glauben. Denn es hieße ja wirklich, dem Evangelium Gewalt anzutun, wollte man beim Zweifel stehen bleiben. Thomas beharrt nicht auf seinem Zweifel, sondern er findet zum Glauben. Und das kann auch unser Weg werden. Augustinus sagt es in einem ganz kurzen Satz, in dem er dieses Evangelium auslegt. Wie so viele Sätze von Augustinus sind sie so treffend und gut beobachtet. Er sagt, Thomas findet zum Glauben, indem er den Menschen Jesus berührt, den er sieht, um den Gott zu bekennen, den er nicht sieht. Das ist ein großes Wort. Im Grunde genommen sind alle großen Geistlichen einüber, wenn ich einmal so sagen soll, genau diesen Weg gegangen. Einen Weg des Thomas. Einen Weg von der Konkretion, das ernst zu nehmen, dann, der den Glauben eröffnet. Das ganze Panorama des Glaubens eröffnet. Was bedeutet das? Wenn die Wüstenväter sagen, für alles, was du tust, nimm ein Wort der Heiligen Schrift. Dann heißt es doch, in der Konkretion der Offenbarung, vor allen Dingen im Wort des Evangeliums zu beginnen. Wenn Ignatius lehrt, die ganzen Stationen Jesu in den Exerzitien durchzugehen, von der Menschwerdung bis hin zur Passion, sich genau hineinzudenken, mehr noch, sich hineinzufühlen in diese Situationen und dafür in diesen Exerzitien viel Zeit aufzuwenden, dann ist es genau das. Den Menschen Jesus zu berühren, um zur Bekenntnis der Gottheit zu finden. Heute gehen viele den umgekehrten Weg. Sie hören beim Menschsein Jesu auf, als ging eine Tür zu. Dann ist man noch nicht richtig in Berührung mit Jesus gekommen, wenn sich die Türen zu seiner Gottheit schließen. Dann ist es nicht genug. Dann haben wir uns noch nicht genug von ihm anrühren lassen, wie er Thomas die Hände und die Seite hinhält und sagt, hier, fass an, berühre mich. Du musst mit mir in Berührung kommen. Überwinde das, was dir entgegensteht, was du dir selber aufbaust, was du selber für tolle Ideen hast. Wenn ich dabei bleibe, finde ich nie hin. Christus zu berühren, den Menschen zu berühren, das, was wir im Evangelium wissen dürfen von seinem Menschsein, damit sich die Tür zu seiner Gottheit öffnet. Der Auferstandene gewährt sich als Mensch, damit Thomas den Glauben an die Gottheit findet, die er nicht sehen kann. Die Einladung des Apostels besteht darin, dass wir einen ähnlichen Weg gehen. Berührungspunkte mit Christus immer wieder zu suchen, ja, in seinem Menschsein,
in dem, wie er Mensch ist, was wir von ihm wissen, ihn dort zu berühren. Und dann tut sich eine Tür auf zu dem, dass auch wir hinsinken, wie wir das gleich wieder üben in der Anbetung und unablässig sprechen mit Thomas, mein Herr und mein Gott.